Sollte ausreichen. Lauf, Alex. Lauf. Hat ausgereicht. So, jetzt aber nur noch der letzte. Also, Schild hoch. Speichern. Weiter gucken. Da nicht dran. Jo, ist ja nur Paragon. Das war schon der falsche. Okay. Nummer 2 war schon direkt falsch. Dadurch? Oh ja, ich muss dadurch. Na gut. Das ist jetzt das geringste Problem, ne? Die bekriegen sich dann selber. Fesseln. Sprechen. Oh ja, macht ihr mal. Ich warte dann so lange, kann noch einen Schluck trinken. Ja, 2 gegen 1. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich dann sowieso einen anderen übernehmen, oder? Hätte ich eigentlich meinen Mann mal auffüllen können. Das war jetzt nicht so anspruchsvoll. Da gehen wir jetzt wieder hier bei den Schläfer rein. Kann ich auch raufgehen. Ich sag ja, das Ding sieht aus wie der Schläfer von Gothic. Durchkommen, nur. So lang war der Weg jetzt nicht. Aber hier brauchen wir das Schild wieder. Sprechen. So. Lauf, Alex. Was mich immer wundert, ist, dass der Pius das hier so zulässt. Muss ja also alle. Also können wir uns ja auch direkt dran hindern. Muss ja gar nicht machen. Warum warten die immer so die böse Richtung? So, so, so. Speichern. Und dann jetzt nochmal hier O2. Korrigieren. Gut, dass die wissen, was sie brauchen. So war. Nein. Auch nicht richtig. Nein. Auch nicht richtig. Ja. Der war auch schon mal richtig.
Und da war natürlich falsch. Das ist, glaube ich, genau das gleiche wie bei Edward, ne? Dass ich da auch wieder falsch habe. Naja. Macht ihr mal. Ich glaube, wir werden dessen weiter. Gleich killt euch sowieso die Welle. War gar nicht hier. Ach stimmt, das war der Boden, den ich gesehen hatte. Ach, jetzt ist wieder außer Atem. Die Arme muss so viel laufen. Da war der Michael echt besser in der Kondition. Der Feuerwehrmann. Aber sieht ja nicht unfit aus. Und wieder einmal. Schild. Und speichern. Und dann den vorletzten nochmal aktivieren. Den richtigen auswählen. Bei dem letzten, da hatten wir keine Auswahl, ne? Das heißt, jetzt müsste es dann fertig werden. Das wäre das Falsche gewesen, aber wir probieren einfach aus. Das war richtig. War doch richtig. Bin ich jetzt nicht direkt dahin gekommen, wo ich dann weiter kann. Zu viel gelaufen. Aber das schaffen wir trotzdem. So. Hol erstmal Luft. Dann machen wir das Schild wieder neu. Sprüche, Schild. Hoch. Okay. Speichern. Bin ich jetzt mal gespannt. Ob wir jetzt in einen anderen Teil der Stadt kommen. Soll das Spiel an dieser Stelle gespeichert werden? Ja gut. Fragte mich das hinterher nochmal. So lange dauert das Speichern ja nicht. Klingt aber so schon nach Finale, ne? Jetzt nochmal speichern. Miss Rivers, you're just in time. The summoning spell I began 2,000 years ago is finally complete. You will now have the honor of becoming the first morsel for my lord, Ulyoth. An appetizer for the banquet your race shall provide. You forget what it means to be human, Pius. The human race will never go quietly into the darkness. For as long as you have spent summoning your lord, people have struggled against you. Now, thanks to their efforts, I have three of the ancient's essences. Now, Pius, this is the end. The end, indeed. Kämpfen wir jetzt gegen ihn oder gegen seinen Gebieter?
Ah, das hängt gegen seinen Gebieter. Boah, ist der eklig. Wie die alten Götter bei Warcraft. Viel besser sieht ja auch nicht aus, ne? Okay, die hat ein Schild. Das haben wir auch. Bam! Direkt mal gehittet. Muss ich jetzt das da hitten? Na. So, ich muss jetzt hier wieder hitten, ne? Autsch! Okay, was passiert jetzt? Hä? Jetzt will ich wieder sie. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. So, jetzt kämpfe ich. Ah ne, jetzt muss ich hier wieder. Irgendwo, weil euch gerade seine Verbindung, ne? Da ist sie. Oben. Wo ist er? Also ich muss immer einmal ihn und dann einmal wieder das Ding hier treffen, ne? Ah, verdammt. Habe ich nicht. Das Dingen. Ich weiß nur nicht, ob das so erfolgreich ist, was ich hier mache. Warum? Hallo? Naja, da oben wieder. Aber ich muss ihn gar nicht treffen. Aber seine... Nee, seine Glühwürmchen gehen nicht weg. Das Ding ist jetzt aber nicht wieder da. So, ich habe ihn jetzt gehittet. Dann kam das Ding wieder. Ach, da ist wieder sein Schild. Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig mache. Aber es passiert ja was. Jetzt ist das wieder da. Ach, komm schon. Es ist wieder hier. Hat der, aber der kriegt dort nicht weniger... Glühwürmchen, oder? Da ist wieder gespawnt. Ah, okay. Das hat anscheinend doch was bewirkt.
Große Frage, nur was? Also. Bin ich jetzt wieder hinten? Nein. Das Spielchen geht also weiter. Hey, warum sieht ihr das nicht an? Und das lässt er sich hinten. Wahrscheinlich da sein, ne? Nein, das ist nicht. Also kann ich wieder Pius treffen. Ja, dann hat er wieder ein Schild. Aber das Ding ist nicht da. Jetzt doch ist es wieder da. Da ist es. Junge. Mann! Kann ich mich mit Alex eigentlich jetzt hier heilen? Ja, ich kann anscheinend selber nicht treffen. Ja, das Ding ist wieder nicht da. Das ist schon fies, ne? Versuche mich die ganze Zeit auch mal wieder zu heilen. Aber kann ich gar nicht. Was ist dahin? Sie ist jetzt schon so angeschlagen. Mann! Da hinten. Wie oft muss ich das hier machen? Da passiert wieder was. Hey! Also er hat sich weggebeamt. Wollte gerade sagen. Jetzt kann ich mich anscheinend heilen. Liste, Spruch, Heilung. Hoffentlich reicht das, dass der hier ist. Okay. Wo soll denn jetzt hin? Oh! Will ich mich eben geistig auch heilen. Erholung, Sprechen. Scheint ja gerade woanders zu sein. Okay. Pius, wo bist du? Aua! Die ganze Zeit muss ich das hier beseitigen. Liste. Ich weiß ja nicht, wie viele das sind gerade. Da kommt das dann wieder. Toll. Also. Okay, ich muss mich glaube ich erstmal wieder heilen. Liste. Erholung, Sprechen. Hätte ich vielleicht gucken sollen, ob es nötig ist, so groß zu heilen. Na ja, toll. Das ist ja auch klasse. Nein!
muss mich heilen. Wohl sprechen. Boah, verdammt. Okay. Jetzt habe ich die Chance, mich voll zu heilen. Nein! Boah, das habe ich doch geschafft. Ja. Aufhebung. Krieg ich jetzt nicht genug Mana oder was war das jetzt hier? Was ist denn das? Ich krieg hier ganz halt Schaden. Wieder so voll auf die Nuss bekommen. Ich muss doch ganz bestimmt das Ding aufheben, aber ich krieg ja die ganze Zeit Schaden. Na, ah, ich bin genug Mana. Macht mich nicht fertig. Er hätte mich, glaube ich, gefüttert. Hey, ja. Oh, habe ich ihn erwischt? Ich muss ja gar nicht dieses Ding da aufheben. Ich dachte, ich muss dieses Ding da aufheben. Aber anscheinend habe ich den Pius ja gerade fertig gemacht. Zumindest hätte er jetzt ein Nickerchen. Der scheint auch gewonnen zu haben. Also der ist hinüber. Da selbst wenn der Pius jetzt noch zuckt. Also mussten wir gar nicht gegen den Boss selber kämpfen. Gegen den Gott, sondern nur gegen den Pius. Oh, okay. The darkness is not so easily destroyed. Ja, einfach fand ich das jetzt auch nicht. My death is just the beginning. Das sagen sie alle. Nur um dich zu hindern, das durchzuziehen. Was war das denn jetzt? What have I done? Alex, we must find this creature. It cannot be allowed to remain in this universe. Boah. Was soll ich jetzt machen? Schutz. Ah, that's the... Den müssen wir jetzt auch loswerden, oder wie? It is finally over, my dear. The Ancients' plans are finished. For now, at least. You have proved to be an incredibly courageous young woman. Your mother and father would have been proud of you. Just as I am. I'm sorry it had to be like this. It's not quite the inheritance I had in mind for you, but there was so little time, and so much to do. Goodbye, Alex. I will miss you. As I gazed up at the ancient I had brought into this world to stop Pius, my mistake was made clear. This ancient could lay the world to ruin just as easily as Pius's would have. And yet, as quickly as it began,
It ended. To think that once I could not see beyond the veil of reality, to see those who dwell behind. I was once a fool. Tja, jetzt sind sie keine Närren mehr. Also, ich muss echt sagen, cool gemacht, ne? Die Inszenierung ist schon echt cool. Bei den ein oder anderen Rätsel, gerade mit der Sicherung und dem Penny, bin ich ja so nicht drauf gekommen. Die Finsternis ist zwei Millennial bemüht, die Herrschaft zu erlangen, wurde erfolgreich besiegt. Dieser Sieg stellt den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit dar. Soll die Finsternis die Geschichtsbuch der Menschheit eingetragen werden? Ja, klar. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber machen wir mal. In Gedenken an Ben Diak, 1920 bis 2000. Tja, das war's mit Eternal Darkness. Wie gesagt, war ein Wunsch einer Zuschauerin. Fand ich sehr cool. Ich habe das schon mal, ich weiß nicht, wo ich es immer noch mal gesehen hatte, und zwar bei Spielewelten, hatte es letztes Jahr als Halloween-Special gehabt, das Spiel. So, und da hatte ich das auch schon mal, wie gesagt, immer wieder umschwimmen gehabt, und da war es aber irgendwo zuletzt. Und, ich wollte immer mal theoretisch auch gespielt haben, ja, aber ich habe das Spiel nie irgendwo am Flohmarkt oder so gesehen und hatte für mich absolut keine Priorität. Ohne den Wunsch hätte ich es wahrscheinlich dann auch nie wirklich umgesetzt, weil einfach andere Projekte immer irgendwie sich mehr ergeben als sowas dann. Und ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe. War echt ein cooles Spiel. GameCube ist eine meiner absoluten Lieblingskonsolen. Die erste Konsole, die ich mir selber gekauft habe. Dementsprechend möchte ich da auch schon noch einiges drauf let's playen. Ich habe da auch noch ein bisschen was im Blick, aber das muss jetzt auch erstmal wieder warten, weil andere Projekte sich wie so ein bisschen, ja, im Vordergrund jetzt für mich eher so sind. Hier läuft als nächstes um 20 Uhr dann immer statt Eternal Darkness Far Cry 6. Habe ich auch schon angezockt auf der Xbox Series X. Macht richtig Bock, habt da richtig Lust drauf. Und ja, das Far Cry, ich mag Far Cry. Ich bin da ein Fan von. Und könnt ihr ja auch gerne reinschauen. Ich fand Eternal Darkness, wie gesagt, von der Inszenierung und so ziemlich cool. Was ein bisschen schade fand ich war, dass die halt die Level so extrem recycelt haben. Ne? Es waren jetzt irgendwie nicht so viele Level, aber viele Charaktere, mit denen du immer wieder drin gewesen bist. Es war nicht so schlimm mit dem Recycling, aber schon ein bisschen eintönig. Man hätte da vielleicht mehr machen können, wenn dann die Level, zwar die Ortschaften die gleichen sind, aber dann, sag ich mal, irgendwie noch mehr irgendwie findest. Irgendwie andere Räume viel mehr oder so. Aber das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, manche Rätsel muss ich ja nachgucken. Das mit dem Penny, das werde ich nie vergessen mit der Sicherung. Also, der geht mir nicht in den Schädel. So was kann man nicht machen. Der wird voll eine gezwiebelt bekommen und das passt einfach überhaupt nicht. Aber egal. Dann lassen wir einfach mal jetzt so dahingestellt. Die Entwickler haben sich das so gedacht. Aber ansonsten wird richtig cool. Hat mir Spaß gemacht. Und wenn ihr noch mehr solche Tipps habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann gucke ich mir das an, ob das was für mich wäre. Und wenn ja, dann. Und das Spiel, die ich dann direkt 500 Euro oder so kostet. Manche Retro-Spiele sind ja wirklich sauteuer mittlerweile. Aber dann bin ich immer bereit, das auch zu machen. Also für jeden Wunsch bin ich auch froh drum, den ihr so äußert. Deswegen immer schön in die Kommentare rein damit. Dann gucken wir, wie es passt. Und dann machen wir das auch. Ansonsten würde ich mich immer über einen Daumen nach oben freuen in diesem Video. Ne? Und natürlich, wenn ihr noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und diese Glocke muss man ja auch irgendwie da noch aktivieren für den Algorithmus. Aber ja, das wäre ganz schön, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.